meine kleinen Schnittchen, herzlich willkommen zu einem, ja, wir gucken da mal rein Video in The Wandering Village. Ich habe das schon mal ein bisschen angezockt, damit ich mal weiß, was das überhaupt ist und ob das ein cooles Spiel ist. Und ich muss sagen, das ist ein sehr cooles Early Access Spiel, was ihr euch gerne mal angucken könnt, wenn ihr gerne so kleine Aufbauspiele spielt. Das Spiel hat einen kleinen Twist, erkläre ich euch. Sieht auch süß aus, hat gute Musik. Ich spiele einfach erfahren und gehen dann mal los. Na, das ist die Story. Lass ich euch laufen. Erklärt so quasi schon mal, zumindest zeigt es ein bisschen, naja, das Bild alleine sagt ja auch alles aus, ist so ein bisschen der Twist. Wir befinden uns auf dem Rücken von, wie ist das, Orbu? Ja. Und Orbu ist quasi unser Lebensmittelpunkt oder Lebensraum für unsere kleinen Lemminge hier. Und die möchten natürlich Sachen gebaut haben, wie zum Beispiel Zelte, ja. 16 Stück. Wie viele passen denn nochmal in ein Zelt? 2 Dorfbewohner. Das heißt, wir brauchen natürlich in erster Linie erstmal Dörfer. Das heißt, wir bauen erstmal ein paar Zelte auf für die Jungs und Mädels. Oh, mit einer schönen Straße, die da sich noch hinbauen. Zack, zack, zack. So, was ist das? 6 mal 2 sind 12. Das ist falsch, Jay. Wir brauchen natürlich noch mehr Zelte. So, ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir haben. Wir haben 30. Das reicht gar nicht. Ich lasse es schon mal arbeiten. Ja. Und dann sagst du denen halt hier so, fäll mir mal den Baum. Fäll mir mal den Baum. Das kann ich auch hier machen. Dann haben die ja so ein schönes Ding. Das ist ein sehr schönes Aufbauspiel. Das macht sehr viel Spaß. Wenn ihr das ist schon vor 2 Wochen oder so rausgekommen. Aber ich hatte noch leider keine Zeit, euch das zu zeigen. Das ist echt ein süßes kleines Spielchen. Macht auch echt Bock. Irgendwann wird sich Orbu dann mal auch bewegen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So. Ich sehe gerade, die bauen schon alle. Wir haben jetzt 4 Leute, die jetzt halt nichts tun. Deswegen würde ich da in erster Linie jetzt mal gucken, was wir noch so Schönes bauen können. Zum Beispiel einen Bärensammler oder einen Bauernhof. Wo haben wir denn Bären? Hier gar nicht so viele Bären. Oben sind ein paar Bären. Sind gar nicht mal so viele da. Da unten noch welche. Da sind welche. Da sind ganz viele. Aber das ist mir auch sehr weit weg, muss ich sagen. Oben sind auch noch welche. Da. Aber ich sag mal so, der Umkreis ist ja ein ganz anderer. Die Effizienz ist ja hier voll für den Arsch. Ja, das gefällt mir alles nicht. Wir bauen einfach einen Bauernhof. Hey, let's go. Wir machen ein schönes Bauernhöfchen. Ah, dafür müssen wir erstmal ein bisschen roden. Wo roden wir denn? Wir roden hier oben. Das will ich weghaben. Das will ich auch haben. Und das. Achso, ja, macht ihr mal. Und dann bauen wir einen Bauernhof und dann gibt's Essi Essi. Ah. Meißen wir dann die Straße nach oben für die Damen und Herren. Und dann bauen wir einen Bauernhof. Kann man eigentlich auch hier so hinmachen? Das passt auch erstmal. Arbeitet mal ein bisschen. Man braucht natürlich auch Steine, das ist logisch. Wir haben hier solche kleinen Steine. Wir haben aber auch so größere Onbu-Stachel, die auch gut Steine geben. Aber das mag das Tier nicht, weil das ist halt so eine Schuppe von dem Onbu. Und das mag der nicht, wenn du halt die Stacheln ausreißt. Und das ist quasi so eine Symbiose, die wir eingehen mit denen. Das ist eigentlich ganz... Ich finde das eigentlich ein schöner Twist. Ein schöner Twist. Fühlt sich so ein bisschen an, auch wie Siedler von früher... Ein bisschen, natürlich nicht mit Kriegern und so weiter, sondern wir müssen überleben. Wir müssen unser Dorf hier auf dem Rücken von Onbu gestalten. Onbu, Orbu? Ich vergesse diesen Namen immer.
So, bauen wir hier fertig. In der Zeit sollen die anderen was machen. Wichtig ist, dass wir nie untätige Leute haben, damit die immer was zu tun haben. Könnt ihr das auch nochmal machen? So. Okay. Wir brauchen logischerweise Wasser, aber vorher brauchen wir erstmal Felder, damit die Leute arbeiten können. Dann würde ich einfach jetzt mal hier so zwei Felder... Ups. So, machen wir erstmal so ein 2x2 Feld. Setzen da noch einen schönen Brunnen ran, damit die direkt dann Wasser haben, denn logischerweise brauchst du Wasser. Wasser kriegst du mit einem Luftbrunnen, extrahiert automatisch Wasser aus der Luft, dann soll die das mal fertig bauen. Und dann haben wir auch irgendwann was zu essen. Wir fangen damit erstmal ganz entspannt an. So. Onbu schläft immer noch. Orbu. Wann heißt der jetzt Orbu? Onbu. Was tue ich da immer? Aktuelle Herzfrequenz ist 1,5 Beats per Minute. Das ist aber sehr langsames Herz, was er da hat. Sehr, sehr langsames Herz. Temperatur ist kalt. Kalt ist natürlich blöd, wenn wir Rüben anbauen wollen, sehe ich gerade. Wir brauchen am besten eine grüne Version. Kann ich noch was anderes anbauen? Kann ich nicht. Da musste ich, glaube ich, erst forschen. Wenn ich mich recht erinnere. Also setzen wir da mal irgendwo so ein Forschungsgebäude hin. Machen wir das einfach mal dahin. Vielleicht brauche ich doch einen Bärensammler. Weil habe ich das doch unterschätzt. Also in dem Tutorial, das ich damals gespielt habe, war das alles relativ easy. Jetzt wachsen natürlich irgendwann auch die anderen Bäumchen mal zwischendurch. Naja, also wir können scheinbar... Also es wächst was zumindest. In Gelb ist halt noch okay. Aber wir haben nur da 60% Wachstum. So war das. Das ist unser Start. Ja, das erkläre ich euch gleich. So. Ich finde das immer noch ein sehr, sehr schnuckeliges Game. Wir haben jetzt das... Wir haben Wasser, was produziert wird. Wir haben jetzt hier unsere... Ich mach mal... Man kann ja auch die Personen umstellen, wie viele dann letztendlich dann die Farmer sind. Das sind dann die. Und wir haben halt die normalen Arbeiter. Da wir nur 16 Leute in der Bevölkerung haben, wir haben 13... Und Arbeitslose sozusagen und 3 Angestellte. Also die Arbeitslosen machen dann halt andere wichtige Sachen. Die halt Bäume fällen. Ich halt alle in meiner Umgebung. Muss immer alles gerodet sein. Das ist immer wichtig. Dann nochmal ein Trampelpfad weiter. Wähle deine nächste Forschung. Wir könnten entweder eine Küche machen. Damit hätten wir dann besseres Essen, was wir produzieren können. Oder wenn man den Hornbläser und können damit Befehle geben. Oder man kann sich halt auch nochmal ganz was anderes raussuchen. Aber was ist denn bei sehr kalter Dinges am besten anzupflanzen? Wahrscheinlich nicht der Kaktusanbau, aber das ist eines der ersten Sachen, die wir machen müssen. Aber der Sägewerk ist auch wichtig. Sägewerk und was ist das? Ne, nicht Steinbruch. Aber das Sägewerk macht... Wie kann ich denn nochmal die Platten machen? Ey, das sind irgendwelche neuen Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Wie cool ist das denn? Das sind tatsächlich ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne aus dem Spiel. Haben die da nochmal was abgedatet? Das finde ich cool. Ich würde einfach sagen, ich mache einen Kaktusanbau. Ey, es geht erstmal ums Essi-Essi. So, da haben wir auch 2 Leute, die jetzt forschen. Währenddessen sollen die anderen mal da ein bisschen arbeiten. Die bauen hier jetzt alles an. Und bauen jetzt alles an. Machen nochmal ein Materiallager. Einfach 2. Was ist denn das? 10. Ja, wir haben ja genug Holz. Wir können die ja erstmal hier ein bisschen Holz ernten lassen. So. Dann können wir ja erstmal bauen.
Damit fängt ja mal an. Wir haben ja auch so goldene Bäume. Hier zum Beispiel den, der ist noch ein junger Mutterbaum. Aber der wird bald ausgewachsen sein. Den würde ich, also zumindest will ich den eigentlich nicht kaputt machen. Weil aus diesem kleine, bei dem immer neue Bäume drumherum wachsen. Damit man quasi nicht irgendwann kein Holz mehr auf dem Rücken hat. Aber das müssen wir uns dann nochmal gleich anschauen, wie das genau dann war am besten. Unser Essen geht auf jeden Fall deutlich runter. Ich hoffe, das reicht trotzdem aus, was die jetzt hier anbauen. Aber das werden wir dann sehen, ob wir da mehr haben oder nicht. Mehr brauchen oder nicht. Bonbo könnte aber mal irgendwann langsam aufstehen. Er pennt die ganze Zeit nur, die faule Socke. Ah ja, nochmal nach oben. Kann ich da noch Sachen hinbauen? Na, denen geht's soweit gut. Kann ja mal gucken, ob irgendwie was glaube ich, von die irgendwas verlangen. Ja, zufrieden. Steht, glaube ich, dann irgendwo dann auch dran. Ist aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr wo. Orbo Hunger, Orbo Giftlevel, Orbo Müdigkeit. Ja, der ist leider ausgeschlafen. Lassen wir ja mal wissen, wir spulen mal ein bisschen vor. Wir spulen mal kurz ein bisschen vor. In der Zeit sollen die jetzt hier. Was machen die eigentlich? Alle sind und keiner ist untätig. Das ist ja immer schon mal schön. Aber wir haben auf jeden Fall deutlich, was wir an Essen verlieren gerade. Wir produzieren 6, 8. Ist nicht so viel, ne? Wenn wir 32 verbrauchen. Das ist schon nicht so nice. Vielleicht setze ich einfach nochmal da zwei Leute dran, damit das ein bisschen hier alles schneller geht. So, mal nochmal ein bisschen mehr. Jetzt ist da natürlich auch die Frage, ob das Wasser denn auch letztendlich reicht. We will see. Wir werden sehen. Werd mal endlich jetzt wach hier. Hey, man kann, was können wir noch bauen? Ach, den Steinmetzen hat man von Anfang an. Den Zimmermann. Moment. Das war das, was ich erforschen konnte. Ach so, Sägewerk setzt sich davor. Ah, ja, dann kann ich ja direkt schon mal hier so ein Steinmetz bauen. Steinmetz und Zimmermann. Ne, warte mal. Bauen wir nicht da. Die baue ich gegenüber. Das ist natürlich ein ganz anderer Ort. Bauen wir da. Weil ich da mein Materiallager halt habe. So, jetzt ist der Baum auch ausgewachsen. Der große Mutti-Baum. Lass ich das hier erst noch mal ein bisschen wachs offen. Dann breite ich mich hier in den Bereich aus, weil da oben ist ein Mutterbaum. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Okay, wir haben fünf Mutterbäume. Das Vieh schläft immer noch. Ich werde das bei mir nicht so lange schlafen. Aber wir müssen erstmal überleben. Also arbeitet mal. So, wir haben mittlerweile eine Produktion von 23. Sie geht nach oben. Mal gucken, ob sie dann auch weiterhin funktioniert. Er bewegt sich! Ombu ist wach! Ja, leck mich doch am Arsch. Also, er reitet jetzt natürlich irgendwo hin. Und dann haben wir so einen vorgeschriebenen Weg, den er halt einfach so abläuft. Da passiert dann immer irgendwas. Zum Beispiel kurzer Kälteeinbruch, was ätzend ist, Futterstelle, irgendwas. Und wir haben irgendwann Kundschafter, wo wir dann Leute abschicken können und dann nochmal die Umgebung checken können. Aber dafür müssen wir erst nochmal forschen, um das machen zu können. Und ich glaube, das will ich dann auf jeden Fall, nachdem ich den Kaktus habe, will ich auf jeden Fall Richtung Kundschafterhütte gehen. Machen wir danach die Küche. Dann kann ich eh mehr Essen machen. Langsam geht es ja auch zumindest nach oben. Ist auch wichtig.
Wo geht denn das Essen nochmal hin? Das geht wahrscheinlich in Silo, ne? Nahrungsmittel für die Bewohner. Jetzt war das doch dahin. So. Währenddessen haben wir den Stein mit. Der produziert schon mal ein bisschen für uns. Wir brauchen mehr Steine. Wir haben keine Steine mehr. Wir brauchen Steine. Also Abfahrt, Leute. Macht Steine kaputt. Aber bitte nur die coolen Steine und nicht die Rückensteine von Onbu. Außer wir können sie nutzen. Frische Luft. Frisch frei. Achso. Ja, der pennt, glaube ich, hier gerne. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwann spawnen hier tatsächlich auch nochmal Steine nach. Die können wir dann auch nochmal produzieren lassen. Oder abbauen lassen. Wir brauchen mehr Steine. Ganz klar. Vielleicht hätte ich jetzt gar nicht so viele Bäume, die abbauen lassen sollen. Aber sollen die mal machen? Denke ich mir. Sollen die mal machen? Ich baue mal ein bisschen hier. Mal nochmal ein paar Orte rum. So. Ah, nicht durch den Mutterbaum durch. Wollen wir nicht. So. Küche. So, wir haben jetzt den Kaktus. Können wir jetzt anbauen. Aber ich sag mal so. Der Kaktus, der ist rot. Na, lassen wir das mal lieber. Kaktus wollen wir hier nicht anbauen. Ich finde das wirklich ein schönes grafisches Spiel. Das macht halt wirklich auch Spaß. Das kann man mal sich schön gönnen, wenn man auf solche Spiele steht und dann böllern. So, spulen wir ein bisschen vor. Weil wir kann jetzt eh gerade nicht viel machen. Außer, dass wir jetzt diese scheiß Eiskacke haben. Das heißt, wir haben jetzt noch weniger Wachstum. Geil ist das nicht. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? 3 von 45. Ich glaube, wir haben zu wenig Wasser. Leute, jetzt bauen die Kakteen an? Leute! Warum baut ihr Kakteen an? Ich habe auf Rübe gestellt. War das einmal der kurze Befehl? Baust du jetzt auch eine Rübe an? Oder ein Kaktus? Okay, er baut die an. Okay. Ja, macht weg die Dinger, weil die brauchen wir nicht, Freunde. Ach, die löschen sich das auch. Die bauen es von selber ab. Okay. Es nimmt uns jetzt ja ein Plätzchen weg, nicht? Auf den Rüben, eieiei. Sind ja einige Rüben, die wir jetzt hier basteln. Ich glaube, wir brauchen Wasser mehr. Würde ich nochmal so ein Wasserchen bauen. Noch ein Luftbrunnen. Was war den denn? Wir können noch eine Küche bauen. Erstmal mal den Luftbrunnen. Wobei, was kostet die Küche? Was kostet die Küche? Man kann ja alles in Auftrag geben. Wo ist die Küche hin? Hä? Ach, die erforsche ich gerade noch. Ich habe den Kaktusanbau nur gemacht. Ein Luftbrunnen. Wo setzen wir den denn hin? Den will ich eigentlich nicht unbedingt zum Mutterbaum hinsetzen. Hier kannst du halt eigentlich nochmal so ein Ding hinsetzen. Machen wir das da ein. So, die, wenn die auf der Straße laufen, sind die halt schneller. Deswegen dachte ich halt, baue ich ein paar Trampelpfade mal hier. Über die Strecke, über die Welt. So. So. Dann gehen wir noch hier einen hinsetzen. Baut mal hier jetzt hier. Wir müssen ja... Bewegung brauchen wir. Wir brauchen ganz viel Bewegung. Das Essen geht mittlerweile ein bisschen runter, aber ich glaube, das liegt damit zusammen, dass wir gerade einmal diesen Kälteeinbruch hatten. Oh!
Wir waren in einer Onbo-Futterstelle. Ihm geht es jetzt wieder ganz gut. Er hat keinen Hunger mehr. Gift-Level ist auch gut. Müdigkeit passt auch. Davor, da haben wir gleich was. Nomaden, eine Gruppe von Nomaden. Können uns gleich heimsuchen. Oder mal gucken, was die wollen. Ach, schön. Okay. Steine werden abgebaut. Wir haben zwar keine Steine mehr. Wir haben mittlerweile ein paar Holzbretter und ein paar Steinplatten. Die kann man schon mal vorher haben. Für die Küche brauchst du, glaube ich, sogar schon welche. So genau bin ich mir gerade nicht sicher. Aber sollen die jetzt hier erstmal bauen? Die haben ja eh genug hier zu tun. Denn nicht so, dass die nicht die ganze Zeit irgendwas tun müssen. Was macht er denn jetzt? Ja, das ist wichtig, dass der Ort gebaut wird. Das war ein ganz wichtiger Weg. So, what the fuck? Was war das denn? Okay, wir haben eine Entscheidung. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie im Dorf aufnehmen? Logischerweise werde ich sie aufnehmen, weil brauche ich. Ich brauche Leute. Drei Nomaden. Gesunde Nomaden ist auch mal wichtig. Da wir jetzt drei Nomaden haben, aber nur 8 Zelte. 8 mal 2 sind 16. Fehlen uns 2 Zelte. Also bauen wir die auf. Ich kann die sogar priorisieren, dass das als erstes gemacht wird. Kann sein, aber wirklich nicht genug Wasser mehr. Okay, wir haben wirklich kein Wasser mehr. Okay, das hat auch mindestens eine wichtige Priorisierung. Und Schafterhütte wollten wir bauen. Da auch wieder abbrechen. Nee. Ah doch, da. So, erntet mal hier nicht jetzt. Ja, da unten könnt ihr gerne rumbauen. Hier oben sollt ihr Steine mal langsam abbauen. Macht mal. Bauen Steine. Aber das sollen die erst mal fertig bauen. Das bringt uns jetzt auch nicht um, wenn wir jetzt halt nicht genug Wasser haben. Das wird schon. Wir brauchen erstmal keinen Stein jetzt. Der soll erstmal chillen. Holz kann auch erstmal chillen. Dann haben wir wenigstens 2 Mitarbeiter, die ein bisschen mehr irgendwie bauen oder sonst was. Abbauen. Man könnte auch Arbeiterposten bauen, aber da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so hinterher gestiegen. Was da der Sinn so ist. Aber ich baue mal einen. Hey, wir brauchen definitiv Wasser. Ladies and Gentlemen, please. Geht mal da Steine holen. Ich priorisiere das jetzt einfach. Gab es da nicht auch eine Priorisierungs irgendwo? Order. Ach. Hol mal ein paar Steine, Leute. Jetzt gehen sie alle dahin und bauen mir Steinchen ab. So, wie sieht es hier aus? Ah, wir haben jetzt eine Abzweigung. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt steuern können. Entweder geht es Richtung Futter oder Richtung Schlafplatz. Mal gucken, wo uns das Tierchen hintragen möchte. So, baut hier ab. Hopp. Zack, zack, zack. Und Steine. Wird nämlich jetzt hier mehr Wasser gesetzt, hoffentlich. Und dann wird das gebaut. Oh. Gustav. Auch schneller. Oder räum schneller. Junge, du sollst natürlich... Warum packt ihr da die ganzen Steine rein? Die haben geschlossen. Da ist zu. Verarscht ihr mich? Als ob die... Okay. Das wusste ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber, ey, gut. Dann füllen die das jetzt damit auf. Ist mir auch egal. Ach, guck mal, das Ding ist schon fertig gebaut. Lul. So, jetzt habe ich diese Arbeiterhütte. Die Spezialisierung ist Alleskönner, aber Alleskönner sind auch die eigentlich auch. Deswegen war ich so, das sind halt die ganz normalen Dorfbewohner halt eigentlich auch. Deswegen bin ich verwundert, warum ich einfach hier 5 Alleskönner jetzt mache. Also ich kann halt die Wahl zwischen Bauarbeiter, Transporter, Ernter oder Alleskönner machen. Aber ich meine, wo ist der Unterschied?
Sind die krasser dann? Ich habe jetzt da noch nicht den... Also, man macht... Klar, ein Bauarbeiter baut schneller, ein Ernter erntet schneller und... Also halt Holz und so ein Zeug. Und der andere transportiert dann wahrscheinlich schneller. Aber warum soll ich dann den Alleskönner machen? Weil der Alleskönner doch genau das ist, was er ist. Der hat fast kein Essen mehr. Ist nicht so cool. Aber wir haben die Küche fertig. Müssen gucken, dass wir jetzt echt an Essen kommen. Haben wir da Steinplatten? Na, fertig hier. Ort mal ab. Es ist halt doch gar nicht so leicht, wie ich dachte hier gerade irgendwie alles. Das mit dem Essen ist halt echt problematisch und der Kälte. Bumst mich ein bisschen jetzt mit dem Wasser. Uns fehlt halt dauerhaft Wasser. Wir haben nur noch 33. Das gefällt mir alles nicht. Brauche ich noch mehr Wasser? Sicher ist sicher, ne? Na, die müssen erstmal ihren Trampelpfad da fertig bauen. Ah, dann ist alles schneller. Dann ist das alles schneller. Ah, was die da teilweise fertig gebaut haben und was nicht, ist halt auch so. Hä? Vielleicht bräuchte ich wirklich so einen Bärentypi. Also ich meine, jetzt könnte ich ja auch einen hinsetzen, aber Effizienz von 49 ist jetzt halt auch nicht so krass. Und der kann, glaube ich, keine Bären anbauen. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Letztes Mal. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht machen. Den fand ich nämlich gar nicht mal so geil. Er hat so viel Essen, als ich das bei meinem anderen Spielstand gespielt habe. So, Dorfarzt oder Hornbläser? Tja. Ich glaube, wir brauchen eigentlich beides noch nicht. Sehr hitzebeständig. Ich glaube, wir machen mal Weizen. Sehr hitzebeständig. Wir gucken mal, was wir, wie Weizen denn anzubauen ist. Was angenehmer ist oder nicht. Ein Luftbrunnen wird jetzt fertig gebaut. Da muss das ja mal langsam reichen mit dem Wasser. Kann mir doch keiner erzählen, dass die hier nicht genug Wasser kriegen. 120 Essen, Alter. Scheiße. Mann. Die holen sich, glaube ich, das Wasser gar nicht ran. Vielleicht brauche ich deswegen noch ein paar Transporter. Aber das sind 3 von 45... Jetzt los. Ja, die Orbo-Müdigkeit ist da, aber da kann ich doch jetzt nichts dran tun, oder? Ah, der ist... Ach so. Ah, klar. Er ist hier abgebogen. Wir kriegen nochmal Leute dazu. So, die bauen jetzt hier die Trampelpfade fertig. Das ist schön. Ja, es ist immer bei 3 von 45, ey. Wir kämpfen gegen an. Also es liegt ja nicht daran, dass zu wenig Platz war, sondern es fehlt immer eigentlich an Wasser. Aber die holen sich auch selber das Wasser ran, ne? Da kenne ich halt noch nicht die Menge, die jeder braucht. Am besten. Jetzt fehlt wieder Wasser. Die gehen sich halt immer das Wasser holen, so gut es geht.
Als ob ich hier noch so einen Wasserbrunnen brauche. Mach mich doch nicht fertig, ey. Mach mich wirklich fertig hier. Jara steht im Weg. Haut ab den Stachel, dann kriegen wir Steine. Und dann müssen wir das Priorisierungsding auch nochmal hier erhöhen. Damit die ein bisschen Holz bauen. Also erstmal das bauen, abbauen. Warum baut er jetzt nicht das ab? Die größte... größte Dingens drin. So bauen die jetzt alle Holz ab. Okay, wir haben... das Essen geht nach oben. Wir sind bei plus 10. Yay! So, die Küche. Die Küche soll kein Bärenmüsli, die soll Rübensuppe machen. Ja, logisch. Mit dem Rüben machen sie halt 5. Also aus 3 machen sie 5. Deswegen ist das halt sinnvoller, dass ich das dann verarbeite. Aber warum bauen die das nicht ab? Kann geerntet werden, aber reduziert das Orbu-Vertrauen. Onbus-Vertrauen. Ich brauche ja dafür keinen Steinbruch. Den Steinbruch brauche ich eigentlich für die großen Dickies hier. Die. Ah! Jetzt fängt er an. Okay. Gott, uns fehlen die Steine. So, wie sieht jetzt mit dem Wasser aus? 3 von 20. Es ist halt schon ein Kampf gegen das Essen die ganze Zeit, ne? Es ist ein stetiger Kampf gegen das Essen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Wasser brauche. Und das sind jetzt auch 9 von 45. Ich habe das Gefühl, die transportieren dann doch nicht alles ran. Vielleicht sollte ich einen Wassertank irgendwo dahinter setzen. Sich das von da immer holen. Luftbrunnen. Dahin. Wassertank. Dahin. Straße. Noch 2 nach oben. So, macht fertig. Okay. Also, wir kämpfen weiterhin gegen die Nahrungsknappheit, ey. Krass, heftig, heftig, heftig. Ich bin wieder auf eine Gruppe Menschen gestoßen. Nehme ich das jetzt an oder nicht? Ich nehme die jetzt einfach auf. Nochmal 3 Nomaden, let's go. Wir sind jetzt bei 24, das heißt, ich brauche jetzt 12 Häuser. Wir sind jetzt bei 10. Ja, wir brauchen 12 Häuser. Ah, Jay. Junge. Okay, wir brauchen Holz. Wir brauchen wieder Holz, wir brauchen Holz. Irgendwas, was in der Nähe der Trampelpfade am besten ist. Und an der Nähe der Mutterbäume. Weil da hoffe ich halt, dass dann nachgeplantet wird sozusagen. Man braucht halt immer von allem etwas. Man ist halt immer am Rotieren. Immer brauchst du was. Du hast immer eine unendliche To-Do-Liste. Ich bin aber noch nicht hier fertig mit dem Bauen. In dem scheiß Weg. Als ob. So, Leute. Also jetzt kann es nicht mehr... jetzt kann es nicht mehr daran hängen, dass es hier kein... aha. Also jetzt habe ich wirklich eine Nahrungsproduktion par excellence. Und jetzt machen wir hier mal langsam Sachen. Kundschafterhütte. Du, Kundschafterhütte kannst du irgendwie, glaube ich, nur am Rand hinsetzen. Da brauchen wir aber auch Holz- und Steinplatten. Da fehlt uns ein bisschen was. Das ist die Frage, was macht denn Sinn?
Auch einfach hier dran setzen. Er hatte gesagt, dass ich da vielleicht dann noch was hinsetzen wollte, aber ey, warum nicht einfach da dran? Ja, auch keinem da was weh. Keine Ahnung, ob da ein Trampelpfad dran muss oder nicht. Hauptsache, niemals ist jemand untätig. Das ist das Wichtigste. An der ganzen Chose. Müssen dauerhaft, müssen die irgendwas machen. Aber ich weiß es halt auch nicht so. Okay, die Alleskönner sind halt 12. Ich habe 5 angestellt. Wie kann denn dann 12 Alleskönner da sein? Wir sind 22. 7 Arbeitslose. 12 Alleskönner. Also wir brauchen aktuell, von denen haben wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Angestellte. Also irgendwie ist das immer noch dasselbe. Wahrscheinlich macht es Sinn, einfach irgendwie so 3 Arbeiterposten zu machen. Und dann mache ich dann da, der eine macht Bautrupp, der andere macht das und der andere macht das. Wahrscheinlich könnte das auch Sinn machen. Gucken wir mal, ob das was Sinn macht. Also jemanden haben, der die ganze Zeit am Ernten ist, jemand, der die ganze Zeit am Machen, Bauen ist. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Dann mache ich das, reduziere ich das erstmal, weil wir ja noch nicht genug Leute haben. Aber ich bin schon mal froh, dass das Essen jetzt gut nach oben geht. Die Küche arbeitet auch auf Hochtouren, das ist wichtig. Das hier, Bärenmüsli. Ja, scheiß auf die Bären. Dorfarzt oder Hornbläser? Wir haben ja den Weizen-Shit gemacht. Ja, können wir schon mal das machen. Der Weizen ist auch nicht richtig. Und dann bleiben wir bei dem Rüben. Dann bleiben wir bei den Rüben. Wobei ich halt mal überlegen kann, ob ich hier nochmal so eine Weizenfarm mache mit Essen und also Bäckerei und dem Shit. Aber erstmal sollen die jetzt hier bauen. Ich habe nämlich immer noch nicht genug Holz. Es fehlt mir an allem. Ach, guck an, wir haben jetzt Kundschafter. Mit den Kundschaftern kann ich jetzt hier die Welt öffnen und jeweils die Ecken hier angucken. Und sagen, Jungs, geht mal zum Wald oder ey, geht mal zur Siedlung, geht mal zum Steinbruch. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch Leute erstmal. Also will ich mehr Leute haben. Schicke ich die Kundschaft da mal weg. Das vergesse ich immer wieder gerne. Die sind dann jetzt weg, dann habe ich auch so ein Fähnchen da. Gucken, ob die gleich, wenn die gleich wiederkommen, ob ich das checke. Ich hoffe natürlich, dass dann auch Leute da sind. Ne? Wäre natürlich ganz nett, wenn dem so wäre. So. Hier. Das fehlt uns noch. Uns fehlt Holz. Ja gut, ich meine, ich bin hier... Es soll super viel Holz gebaut werden, ne? Abgebaut werden. Aber die bauen irgendwie dann doch lieber erst die anderen Sachen. Hammer Holz hier fertig jetzt. Damit wir die Dinger hier machen können. Und dann kann ich hier auf Ernter setzen oder sowas. Mal gucken, ob das funktioniert. Und was dann passiert. Also nimm mal eine Holzknappheit. Weißt du, dann habe ich gleich genug Holz. Dann baue ich wieder Stein. Das ist immer dasselbe. 3 Schläge pro Minute. Mein Gott. Das ist ja krass. Alter, alle 20 Sekunden schlägt einmal das Herz. So, guck mal, jetzt bauen sie. Sehr schön.
jetzt machen sie auch hier die Holzdingerchen dann mal weg. Wird das Essen eigentlich da reingeliefert? Nee, ins Silo, ne? Oh. So, was haben wir hier jetzt? Erwartet eine Entscheidung. Wir sind auf eine Gruppe von Siedlern. Ja, sehr. Wir nehmen erstmal alles auf. Zwei hungrige Menschen und zwei gesunde Menschen. Das ist super. Ist ja gar kein Problem. Machen wir nochmal zwei Zelte. Aber wir brauchen unbedingt Sachen. Wir machen jetzt daraus mal drei Ernter. Zwei Bauarbeiter. Und gucken wir mal, was die anderen noch machen. Die sieht man leider. Das finde ich noch ein bisschen schade, dass die nicht irgendwie eine besondere Klamotten anhaben oder sowas, dass ich das dann checken würde. Was die halt haben. So, aber die Ernte haben auf jeden Fall genug zu tun eigentlich. Eigentlich würde ich da auf 5 einstellen. Haben wir 5 daran. Bauarbeiter 2 könnte erstmal reichen. Und die und die. Der baut trotzdem weiter. So, und hier machen wir 4 Transporter. Und wie viele haben wir jetzt untätig? Gucken wir mal, was jetzt gleich passiert. Okay, was brauchen wir als nächstes? Wir haben aktuell... Küche haben wir. Das forschen wir. Dorfarzt. Das heißt, wir brauchen Kräutergärtner. Ah, Kräutergärtner. Hm. Tja. Keine Ahnung, wo ich den hinsetze, ehrlich gesagt. Wobei, ich könnte den Dorfarzt... Ich weiß nicht, wie groß der Dorfarzt ist. Ich warte, bis der Dorfarzt fertig ist. Wenn er in der Zeit hat, dann machen. Ich könnte noch mal gucken, ob ich irgendwie ein paar Trampelpfade bauen kann. Mit der dauerhaft... Die dauerhaft was zu bauen haben. Die Baumeister. Eigentlich nicht unzufrieden. Das ist eine gute Verteilung da. Auf verschiedene Sektoren. Wir haben mittlerweile genug Wasser. Das ist ja schon mal was. Endlich. Okay, so, die forschen. Vielleicht nochmal ein Forschungsding bauen. Aber wir machen erstmal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir mit der Nahrung überhaupt klarkommen. Wir haben 3 Arbeitslose. Die Ernter machen, was sie können. Wo sind die Transporter? Da. Da. Die schneller laufen können als die anderen. Die Ernter ernten. Warte mal. Nur ausgewachsene Objekte entfernen. So, mach mal hier fertig. Steine haben wir 6. Okay, wir haben so viele Steine gerade. Was war denn da gerade? Irgendwas hat hier gerade, ist hier aufgeplopst. Achso, wir sind angekommen, können schlafen. Was ist denn das? Leichtes Gewitter. Okay, aber gerade scheinen wir da nicht durchzulaufen. Das ist okay. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da jetzt noch alles für Aufgaben auf einen zukommen. Wenn er jetzt gleich fertig hat, die Dingens fertig hat. Ich meine, die Kundschafter, was ist mit denen eigentlich? Oder war das... Ach, das waren die Dorfleute, die Frage.
Erstmal zu Dörfern schicken. Ich hatte immer das Gefühl, mehr Leute ist erstmal nicht schlecht. Das kann ich im Zweifel alles aufpusten. Indem ich noch mehr Leute Essen machen lasse oder was auch immer. Maisanbau, Hornbläser, let's go. Okay, wir haben den Dorfarzt. Den setzen wir dahin und den Kräutergärtner setzen wir dahin. Und die Straße bauen wir hier weiter. So. Es ist halt schon nicht schlecht, wenn wir da jemanden haben, der da... es gibt kranke Leute, die halt, die man aufnehmen kann, theoretisch. Das will man natürlich haben. Und es kann halt auch passieren, dass du mal irgendwie so eine Giftwolke gehst oder so. Und dann plötzlich so Giftpflanzen wachsen, die du dann alle weg ernten musst in höchster Priorisierung, sonst zerstören die dir deine Insel. Das willst du nicht. Kann ich euch sagen, das willst du nicht. Ach, dafür kommen die Bären. Kann ich einfach so wegernten. Verstehe. Was haben wir hier? Als die Kundschafter eintreffen und die Vorbereitung für ein großes Fest voll im Gange, die Einheimischen feiern ihr traditionelles Erntedankfest, obwohl die Ernte in diesem Jahr schlecht ausfiel und sie noch mehr Essen benötigen. Ja, schade. Ich kann leider keine 30 Bären geben und ich kann dir leider keinen Dung geben. Das ist jetzt blöd. Deswegen kann ich euch leider nicht helfen. Sie verstehen, dass deine Leute in diesen schweren Zeiten keine Nahrung hergeben können und wünschen dir viel Glück. Herzlichen Glückwunsch. Okay, aber wir können direkt hier was Neues machen. Jetzt ist das auch gekreuzt, aber wir könnten die dahin zum Beispiel schicken. Was ist das denn? Eine Düne. Wir gehen mal ins Bergwerk. Keine Ahnung, was das Bergwerk macht. So, was machen wir als nächstes? Was ist auf unserer To-Do-List? Wir müssen den Dorfarzt fertig machen. Dafür fehlt uns Holz. Holz ist aber eigentlich im Abbau. Ernter, was ist da los? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Warum ist der denn jetzt... Der soll nicht das Holz dahin bringen, das sollten eigentlich die anderen machen. Das gefällt mir nicht. Wenn das so ist. Weil ich könnte zumindest, wenn ich mir das so angucke... Nur drei Arbeitslose. Ja, wobei, die brauche ich jetzt hier. Nee, ist Quatsch. So, baut fertig hier. Egal, gut, dass der Dorf... Nee. Wir wollen erstmal, brauchen wir gar keinen Dorfarzt, weil es ist keiner krank. Also chill ich jetzt erstmal. Die sollen die Kräutergärtner fertig machen. Das ist wichtig. Vielleicht brauche ich echt noch so einen Arbeitsposten für Ernter. Irgendwie bauen die Mann ja trotzdem Sachen. So ein Ernter. Ja, du bist ein Ernter. Ja, du bist auch ein Ernter. Aber du sollst doch nicht transportieren. Oder meinen die mit Transportierer die Leute, die dann halt von hier nach da transportieren, das Wasser dann da rein transportieren? Wahrscheinlich, ne? Wäre mit so viel Wasser auch. Mal gucken. Der nimmt's jetzt nicht mit. Der lässt es liegen, die faule Socke. Der Kundschafter, die haben Eisenerz geholt. Bin schon wieder fertig. Okay, was haben wir jetzt hier? Stein, 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 Eisen. Keine Ahnung, Eisen brauche ich bislang noch nicht. Also ab zum Dorf. Vielleicht macht es dann doch nochmal Sinn, Bären zu sammeln, wenn es Leute gibt, die Bären haben wollen, ne? Jetzt los. Ein leichtes Gewitter zieht. Ein leichtes Gewitter? Was ist eingestürzt? Mehrere Gebäude? Was? Das ist ja das beschissenste Ding, was ich je in meinem Leben hatte. War nicht cool.
Aber bau mal da ab. Mein Freund. Ah, der kann da durchlaufen. Sehr schön. Er braucht ja erstmal nicht so viel Kräuter. Kostet mich das was? Oder repariert das einfach auf Zeit? Ist das schön, dass die alle jetzt kein Zelt mehr haben. Das freut mich. So, wie viele haben wir jetzt? Wir haben noch 2 Arbeitslose. Geht's dann doch dahin. Oh, 58. 49. Guck mal jetzt nach hier, wie ich das hinkriege. Eine gute Effizienz. Also wahrscheinlich ist wirklich die 58 schon nicht schlecht. Einen kleinen Weg. Whatever, ist ja auch scheißegal. So, mal gucken. Dann baut er jetzt das auf. Dann haben wir ein paar Bären. Ist ja sicherlich auch nicht so schlecht. Damit man, ich glaube, wenn die mehrere Essen haben oder sowas, sind die eh zufriedener oder sowas, weil du verschiedene Nahrungen hast. Na gut, das muss jetzt aufgebaut werden. Da machst du nichts dran. Wir sind... Ach, wir sind in so einer Kältescheiße. Gut, dass wir 73 Essi-Essi haben, dann ist mir das egal. Dann ist mir das total Wumpe. Bevor ich auch neue Bauern mache, könnte ich auch eigentlich erst nochmal die Küche nochmal verbessern. Mich einen da wegmachen und dann mache ich da einen rein. Könnte ja voll smart sein. Damit ich mehr von den Rübensuppen habe, damit hier verarbeitet wird, oder? Ist das smart? Ich glaube, das ist smart. Das hört sich mega smart an. So, hier muss gebaut werden. Ah. Eine Entscheidung. Nimm sie auf. Na klar. 5 Leute. Okay. 1, 2, 3. Da ist ein neuer Mutterbaum entstanden. Kommen da neue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, das ist ein neuer. Ach, cool. Wusste ich nicht, dass dann irgendwann auch nochmal neue Mutterbäume dazukommen. So, gut. Wir haben jetzt wieder 7 Arbeitslose. Das heißt, wir können da ein bisschen aufstocken. Machen wir doch mal einmal da einen mehr jeweils. Dann haben wir noch 5. Was können wir denn noch gebrauchen? Mykologen. Warum denn nicht noch einen Mykologen? Ich glaube, Mykologe kannst du am besten hier raufbauen. Der baut dann auf dem Dreck. Ich schicke doch einfach hier hin in die Mitte. Machen wir hier einen Kreis. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lol. Nee, warte mal. Gar nicht mal so smart gewesen. Weißt du, wie war der Befehl hier nochmal? Oh. Das soll natürlich weg. Wir müssen gucken. Machen wir den Trampelpfad so. So. Ich glaube da, wenn ich das so richtig sehe, es geht dadurch... Doch, das geht flöten.
Junge, du sollst... Wie alles angedrückt ist. Hallo? Nein! Mich verarschen? Junge! F! Wieso? Warum will er da einen Trampelpfad hinsetzen? Ich hätte dich gerade. Verarschen? Warum wird der. Warum soll der geerntet werden? Das hier macht Sinn. Das hier macht Sinn. Das macht keinen Sinn. Scheint Bug zu sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt so ist. Ist mir auch egal, dann ist das halt so. Weiß nicht, warum das jetzt so ist, wie es ist. Was heißt das? Aber wie sieht das aus? Wie Wohnqualität ist nicht vorhanden. Aber wir haben noch genug Holz und Stein. Achso, jetzt müssen sie es transportieren. Ja gut, ich sag mal so. Wir haben noch genug Holz in der Pipeline. Kundschafter. Warum sollte ich in den Giftwald gehen? Macht gar keinen Sinn. Ich Kundschafter zu irgendeinem Steinbruch. Vielleicht finden wir da was Feines. Jetzt haben wir das weggemacht. Naja. Onbu musste mal. Okay. Sehr schön, Onbu. Hast du fein gemacht. 14 Stein bringen die. Alter, 14 Stein? Das ist echt nicht wenig. Also, ich könnte die eigentlich auch dahin schicken, aber das ist natürlich Quatsch eigentlich. Ah, okay, die Nomaden, die bewegen sich nicht über unsere Weg. Schicke ich die in Steinbruch? 14 Stunden. Und nochmal ins Bergwerk. Warum eigentlich nicht? Nein. Aktuell brauche ich kein Eisen, habe ich das Gefühl. Wird vielleicht irgendwann dann der Fall sein, aber aktuell brauche ich eher alles andere. Onbu-Küche. Damit wir Essen herstellen können, damit wir Onbu füttern können. Denn, naja, vielleicht auch mal Hunger, das Tier. Wieder eine Kältewelle, ich raste aus. Immer nur Kältewellen. Und ein bisschen darauf achten, dass das mit dem Futter funktioniert, also mit dem Essen, mit der Nahrung funktioniert, wie ich das gerne hätte. Aber wir haben 5 Arbeitslose. Wie wäre es denn, wenn ich einfach noch einen Transporter mehr mache und einen Bauarbeiter? Und dann baue ich nochmal Ernter. Hornbläser, ne? Können wir auch nochmal hinsetzen. Ich glaube, ich muss ihn nach vorne setzen, ne? Genau. Weil dann hört er das nicht, weil hier ist ja das Ohr im Zweifel von dem Tier. Also, ran da. Geile Scheiße hier. Ich kann hier leider keine neuen Bären sammeln, pflanzen, ne? Also das ist halt wirklich einfach so, die Effizienz, die bleibt halt bei 54. Das ist halt so. Mykologe, wir haben nicht genug Leute. Okay. Haben wir denn nicht genug Leute? Noch keine Kräuter gefarmt. Hat. Ein Bärensammler weniger, einen dafür davon mehr. Der soll da mal schön ein bisschen ein paar Pilzis anbauen. Ist natürlich der Wassertank ewig weit weg, ne? Weiß nicht, ob das so nice ist. Außer natürlich, ich baue den Wassertank einmal dahin noch. Und das überschüssige Wasser, was da ist, wird dann von den Transportern irgendwann dann mal dahin transportiert.
So, du bist kein Alleskönner, du bist Transporter. Machen wir erstmal so voll. Wir sind ja, wir haben ja gerade von allem eigentlich genug. Kundschafter sind auch wieder zurückgekommen. Können die mal in die Siedlungsruinen schicken? Das ist mal was anderes. Na, ja, was das nochmal war. Was sagt die Forschung? Die Forschung sagt, wir machen die Onbo-Küche. Ja. Haben wir ja soweit. Ich glaube nicht, dass die Weizen essen können, die Leute, oder? Das heißt, ich müsste wahrscheinlich erst. Ich brauche eh mehr Menschen. Ich brauche Menschen. Läuft hier alles so langsam. Es läuft hier alles zu langsam. Ja, übrigens immer noch nicht. Genug Bewohner. Nahrungsvielfalt minus 5%. Okay, die sind langsam, werden sie saurer. Auch nicht so angenehm. Aber was soll ich machen? Wir haben halt 31, das heißt, ich brauche 32 durch 2 sind 16 Hütten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich brauche 17. Reicht ja. Hornbläser wurde errichtet. Ja, habe ich auch keinen Platz für. So. Geht nicht. Hab nicht genug Leute. Uns fehlen Leute. Leute. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal so ein bisschen Mykologie. Ein paar Beeren, die gesammelt werden. Für die Nahrungsvielfalt halt, ne? Also ich meine, ich kann jetzt nicht irgendwie kranze andere Sachen bauen. Ah. Kundschafter haben 17 Brot mitgebracht. Cool. Nehme ich. Gehen wir mal in den Schrein nochmal rein. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir so ziemlich. Ja, jetzt kann ich hier das Onbo-Futterkatapult machen. Und dann kann ich Onbo quasi, wenn ich dann diese Futterküche jetzt gebaut habe, hier nebenan, dann kann ich jetzt mit dem Katapult, ich glaube, das muss ich hier vorne hinsetzen, kann ich dem Futter machen und dann Futter hinschmeißen. Und dann mag der mich ein bisschen mehr. Und das sorgt dann dafür, dass ich den steuern kann. Zum Beispiel an so Zweigungen kann ich dann sagen, ey, geh nach geradeaus oder ey, geh nach rechts oder links oder whatever. Ja, also ihr seht, das war jetzt, denke ich mal, ein kleiner Einblick hier in das schöne Spiel. So, du hast ja wirklich, es geht ja immer voran. Du hast immer wieder was zu tun. Das finde ich super, das macht echt Spaß. Das kann man sich mal gönnen. Das wird, glaube ich, auch gepatcht, weil ich fand, da sind ein paar andere Sachen zum letzten Mal, als ich es noch gezockt habe, angespielt habe, ist es ein bisschen anders geworden. Der Forschungsbaum, ihr seht, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erforschen, was es noch gibt. Labor, keine Ahnung, was das wieder ist. Also es wird noch alles komplexer. Ich würde sagen, an eurer Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick hier in The Wandering Village. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Ciao.